Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag im Kreis Groß-Gerau. Trotz Corona verlieren wir unsere klimapolitischen Ziele nicht aus dem Auge. In dieser Woche werden wir mit einer ganz neuen Technologie Menschen im Kreis Groß-Gerau befördern. Mit einem Bus, der wasserstoffgetrieben wird, leise fährt, klimaneutral und sehr umweltfreundlich die Menschen transportieren wird. Im Jahre 2018 haben wir einen Masterplan im Aufsichtsrat der LNVG beschlossen, der vorsieht, dass im Jahre 2020, 2023, 24 wasserstoffbetriebene Busse hier im Kreis Groß-Gerau die Menschen von A nach B bringen werden. Das ist unser Ziel. Das ist aber im Moment etwas schwierig, weil die technischen Voraussetzungen, Busse herzustellen, sich etwas nach hinten verschoben haben. Also es wird ein bisschen dauern. Und deshalb freuen wir uns ganz besonders hier im Kreis Groß-Gerau, dass wir heute mit diesem Fahrzeug den ersten Schritt gemacht haben, ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug vom Nordkreis in den Südkreis jeden Tag fahren zu lassen, um den Menschen zu zeigen, diese Technologie funktioniert und damit auch Akzeptanz für unseren Masterplan für die nächsten 2 bis 3 Jahre zu schaffen. Also die Pilotphase mit Brennstoffzellenbussen, die dauert bis zum Jahr 2022. Dieses Fahrzeug ist bis Ende dieses Jahres erstmal vereinbart, der Einsatz, und soll dann über die nächsten Jahre dann weiter verlängert werden. Ab dem Jahr 2022, 2023 sind dann die weiteren Neufahrzeuge vorgesehen. Dieser Bus ist ab dem 26.05. ab der Groß-Gerauer Nordsiedlung im Einsatz, fährt dann über die Groß-Gerauer Innenstadt, über den Stadtteil auf Esch nach Dornheim, weiter über Richard-Wolfskehlen nach Griesheim zur Straßenbahn am Platz Balledück. Neben den Umweltaspekten, dass das Fahrzeug natürlich lokal emissionsfrei ist, kann man sich sicherlich auch noch den Vergleich der Technologie anschauen zwischen rein batterieelektrischen Fahrzeugen und eben den Brennstoffzellenfahrzeugen, die beide natürlich vor Ort emissionsfrei sind. Ist bei der Brennstoffzelle der Vorteil, dass sie größere Reichweiten hat, kürzere Tankzeiten hat. Und das ist abhängig eben, und dann die Auswahl zwischen Batterie- und Brennstoffzellenfahrzeug ist abhängig dann von den lokalen Einsatzbedingungen. Also wenn ich lange Linien habe, wenn ich tendenziell Überlandverkehre habe, große Haltestellenabstände, große Tagesfahrleistungen realisieren muss, das ist immer ein Aspekt oder sind Aspekte, die dann für die Brennstoffzelle sprechen. Umgekehrt, kürzere Linienstrecken und so weiter sprechen dann unter Umständen mehr für die Batterie.